Haben wir uns nicht alle schon einmal gewünscht, wir müssten nicht zu den Kisten einzeln hinlaufen, mit denen wir unser Zeug lagern, sondern die Kisten würden zu uns kommen? Ja, natürlich. Minecart-Lagersysteme gibt's ja viele, aber irgendwie fand ich keins von denen ansprechend genug und hab natürlich mein eigenes entwickelt. Zusammen wie mit dem Kikon, wie immer. Und das Ergebnis könnt ihr hinter euch bestaunen. Ja, hier sieht man 10 Knöpfe mit 10 Schildern und auf den Schildern steht dort, was dann da für ein Minecart rauskommen soll, was drin steckt. Und wenn man jetzt hier einfach mal willkürlich auf irgendeins drückt, warten wir ein wenig. Die Lampe leuchtet schon und das Minecart ist da. Und wenn man jetzt hineinschaut, sieht man, aha, da ist ja tatsächlich rausgekommen, was ich gesucht habe. Und mit einem weiteren Klick verschwindet das ganze Minecart wieder. Ja, das ist also ein weiteres Lagersystem. Und ich habe noch keins in dieser Weise gesehen auf YouTube. Und wie das System an sich funktioniert, das können wir uns dann jetzt mal anschauen. Ja, man sieht, die Minecarts sind alle nacheinander aufgereiht. Und in den Minecarts sind die einzelnen Items eben verstaut. Die Minecarts, wenn losfahren, aktivieren eine unterirdische Schaltung. Und dabei wird dann festgelegt, welches Minecart losfährt. Und es wird festgelegt, wohin es zurückfahren muss, indem hier eine Kurve eingebaut wird. Und das ganze System erlaubt also mit Hilfe von Speicherzellen, die Minecarts immer an den gewünschten Ort zurückzubringen. Hier drüben sieht man dann auch, wie die Schaltung unterirdisch aussieht. Im Prinzip handelt es sich dabei bloß wirklich um eine einfache Speicherzelle, ein Ledge. Und das Wunderschöne an dem ganzen System ist jetzt, wie angesteuert wird. Und das darf euch jetzt der Keycon erzählen. Ja, zur Ansteuerung müssen nur zwei Leitungen verlegt werden. Was auf jeden Fall was Besonderes ist, es ist quasi eine kodierte Ansteuerung und zwar zeitkodiert. Der Nachteil ist zwar, dass die Schaltung teilweise sehr lange dauert, aber man kann quasi ewig lange Leitungen verlegen. Man muss immer nur zwei verlegen. Und durch den Abstand der Signale wird festgelegt, welches Minecart losfährt. Das Ganze funktioniert dadurch, dass das erste Signal aktiviert wird, sobald man auf den Knopf drückt, und das zweite dann mit der spezifischen Verzögerung. Die Verzögerung wird hier erzeugt. Ich habe hier ein sehr kompaktes System entwickelt, wo man die Buttons wirklich direkt nebeneinander setzen kann. Und jeder Button hat 3 Ticks Unterschied zu seinem vorherigen Button. Kürzere Unterschiede gehen nicht, weil dann buggt Minecraft zu herum und es fahren meistens zwei los. Und man sieht jetzt eben, die zwei Signale laufen hier lang und laufen von hinten in die Reihe rein. Man könnte es auch von vornherein laufen lassen, aber dann würde der letzte Minecart noch länger dauern, weil das Signal, desto weiter es läuft, desto länger braucht, logischerweise, weil zwischen jeder Station sind 4 Ticks. Also 3 Ticks plus ein Tick für die nicht verzögerte Leitung. Ja, und das Ganze läuft dann einfach über ein UND-Gate, wie man hier sieht. Das eine Signal läuft direkt durch und das andere kommt verzögert an. Und da, wo es sich trifft, wird das UND-Gate aktiviert und das Minecart losgeschickt. Man hat hier gerade ein Signal durchlaufen sehen. Genau. Ja, und dadurch wird dann das Minecart aktiviert und man hat es verfügbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal anfordere, oh, jetzt hat schon wieder einer was geklickt. Jetzt ist zum Beispiel das letzte geschickt worden. Und jetzt, dass wir mal zugucken können, sage ich mal, bitte jetzt dann auf Gold drücken. Und da wird man sehen, dass die Signale unterschiedlich ankommen. Genau. Und nur hier ist es parallel das Signal und deswegen wird nur hier losgeschickt. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass das Ganze sehr platzaufwendig ist, weil man hier immer drei zwischen den, oder sagen wir mal 4 Abstand braucht zwischen den Ausgängen.
Aber das ist nur so gebaut, weil eben diese Minecart, das Minecart-Ledge quasi so den Platz benötigt, damit man es einfach bauen kann. Wenn man will, kann man dieses Ansteuerungssystem auch für andere Sachen verwenden und so eng bauen, dass man alle zwei Blöcke einen Ausgang hat. Ja, jetzt kann mal hier der Herr Mineraptor die Nummer 2, oder was hat er jetzt aktiviert? Hier, drück mal auf Nummer 2. Und es leuchtet Nummer 2 oder Nummer 6. Oh, er findet jetzt nicht. Doch. Da sieht man die einzelnen Signale kommen und hier trifft sich's dann. Ja, das funktioniert auf jeden Fall wunderbar und ich denke, es ist gerade, wenn man Dinge in große Entfernung schaltet praktisch, weil man nur zwei Leitungen braucht, oder wenn man Dinge, also, oder wenn man, sagen wir mal, viele verschiedene Sachen schalten will, ist es auch sehr praktisch, weil man kann das erweitern bis ins Unendlichfache. Natürlich geht dann auch die Zeit ins Unendlichfache, aber man braucht immer nur zwei Leitungen. Jo, das wäre es davon gewesen. Ja, und man erkennt natürlich, dass dieses Ansteuerungssystem ultra praktisch wieder das Lager ist, da man quasi mit nur zwei Leitungen ein unendlich großes Lager gestalten könnte und auch unendlich viele Button anbringen, die alle direkt nebeneinander liegen, ohne wirklich viel Platz zu verbrauchen. Würde man dann zum Beispiel zwei Lager übereinander bauen, könnte man sogar noch mehr den Platz ausnutzen oder zwei Lager nebeneinander und dann müsste man dementsprechend nur mehr Knöpfe einbauen. Ja, ich denke, das ist ein ziemlich neues System. Gerade die Ansteuerung ist was, was ich bis jetzt noch nicht in Minecraft gesehen habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Jo, und die Map gibt's natürlich wie immer zum Download. Tschüss. Tschüss.